Hi guys, hallo Leute, welcome back to German with Jenny. Today, I want to talk to you about 5 random small talk questions, alright? So, 5 questions that might turn up in a conversation that you have with a German person. I'm going to be answering those questions in German, as if someone was asking me those questions. And then I'm going to ask you guys to answer these questions as well. And you can use the comment section below to do that. Let's get started. Fährst du dieses Jahr in Urlaub? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob ich dieses Jahr in Urlaub fahre. Ich würde natürlich super gern irgendwo hinfahren, vor allem weil es so viele Länder gibt, in denen ich noch nicht war. Und es gibt wirklich super interessante Reiseziele. Vor allem im asiatischen Raum gibt es viele schöne Länder, die ich gerne besuchen möchte. Es ist aber immer eine Frage des Geldes. Ja? Reisen ist teuer, man muss den Flug bezahlen oder die Fahrt dorthin. Man muss das Hotel bezahlen oder die Unterkunft. Man muss das Essen bezahlen und man möchte natürlich auch nicht den ganzen Tag im Hotel sitzen, sondern man möchte auch was unternehmen. Und ja, solche Aktivitäten sind auch nicht immer ganz billig. Eventuell werde ich einen Kurzurlaub machen. Ich habe nämlich eine Freundin in Südfrankreich, die ich gerne besuchen würde. Die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe nämlich in Südfrankreich studiert, im Jahr 2008. Und daher habe ich noch Bekannte dort. Ich würde auf jeden Fall sehr gerne nach Frankreich fahren oder nach Spanien. Dann muss ich unbedingt nach England. Ich war noch nie in England, also ich war noch nie in Großbritannien. Ich war schon oft in den USA, aber noch nie in Großbritannien, obwohl Großbritannien viel näher ist. Ja, aber ich denke, das ist ein Muss. Also wenn man Europäer ist, dann muss man in Großbritannien gewesen sein. Was machst du am Wochenende? Am Wochenende kommt meine Schwester zu Besuch. Und darauf freue ich mich unheimlich. Sie arbeitet nämlich in München und dadurch sehen wir uns nicht so häufig. Also München ist 6 Stunden von hier entfernt und da kann man nicht einfach mal so einen Tag runterfahren. Deswegen, ja, das wird auf jeden Fall sehr schön werden. Sie wird auch bei einem Video dabei sein. Das Thema verrate ich euch noch nicht, aber ich denke, das wird nächste Woche veröffentlicht. Ich denke, wir werden ins Kino gehen. Den Film haben wir uns aber noch nicht ausgesucht und wir werden wahrscheinlich essen gehen. Es gibt nämlich hier ein Restaurant, das ist eines unserer Lieblingsrestaurants hier in der Gegend. Und dort gibt es viele vegetarische und vegane Gerichte. Meine Schwester und ich, wir ernähren uns vegan und deswegen ist das immer schön, wenn sie da ist, weil dann können wir in vegane Restaurants gehen. Hast du schon den Film mit Leonardo DiCaprio gesehen, für den er den Oscar bekommen hat? Nein, den Film habe ich noch nicht gesehen. Ich finde Leonardo DiCaprio gut. Ich habe mir, glaube ich, Titanic 150 Mal angeschaut. Das war mein absoluter Lieblingsfilm. Und ja, ich finde den Schauspieler gut. Ich finde ihn auch gut, weil er ist ein Umweltaktivist ist und Umweltschützer. Das ist einer der Gründe, warum ich ihn auch gut finde. Aber ja, ich habe mir den Trailer angeguckt zu dem Film. Und ja, ich weiß nicht, ob das so mein Film ist. Also ob das so mein Geschmack ist. Weil es ist halt ein sehr dramatischer Film, ein sehr trauriger Film. Solche Filme ziehen mich immer ein bisschen runter, weil ja, es sah jetzt auch so aus, als ob da viel Gewalt in diesem Film vorkommt. Und ich bin jetzt kein Freund von Gewalt. Ja, ich muss mir das mal überlegen. Ich denke, man muss nicht unbedingt einen Film gesehen haben, nur weil er einen Oscar bekommen hat. Also es gibt viele Filme, die Oscars bekommen haben, die ich nicht gesehen habe. Ja, ich muss es mir mal überlegen, vielleicht irgendwann mal. Aber es ist jetzt nicht mein Favorit und ich denke, dass es andere Filme gibt, die ich mir eher ansehen würde. Was war das letzte Buch, das du gelesen hast? Oh ja, das ist ziemlich peinlich. Ich kann mich nämlich nicht mehr daran erinnern. Als Kind habe ich unheimlich gerne gelesen. Ich habe Bücher verschlungen. Teilweise habe ich 3 Bücher pro Tag gelesen. Ich war eine absolute Leseratte. Ich konnte nichts davon abbringen, Bücher zu lesen. Und ich war total in diese Bücher vertieft. Also wenn zum Beispiel meine Schwester mich angesprochen hat, dann habe ich einfach nicht reagiert, weil ich mich hundertprozentig auf dieses Buch konzentriert habe und ich habe sie nicht gehört. Und also das war super schön. Ich war ganz oft in der Bücherei und in irgendwelchen Bücherläden. Aber das war für mich ein Schlaraffenland. Und ich habe mir immer viele Bücher gekauft. Das war wirklich eine schöne Zeit. Und ja, jetzt habe ich irgendwie keine Zeit mehr zu lesen. Es ist ja, eine schlechte Ausrede, aber
Die einzigen Texte, die ich momentan lese, sind die Texte, die ich übersetzen muss. Und danach habe ich auch kaum mehr Energie, um noch Bücher zu lesen. Im Englischunterricht, in der 8. Klasse, glaube ich, war das, durften wir uns mal die Bücher aussuchen, die wir lesen. Und das war der absolute Hammer, weil ich habe, glaube ich, in dieser Unterrichtsreihe 7 Bücher gelesen. Und dann mussten wir über diese Bücher eine Zusammenfassung schreiben. Und das war einfach perfekt. Man wurde nicht dazu gezwungen, ein bestimmtes Buch zu lesen, sondern man konnte sich eben das Buch aussuchen. Und das war super. Und ich denke, das ist auch irgendwie, das muss sich an den Schulen ändern, an den deutschen Schulen. Man lernt meiner Meinung nach nicht am besten, wenn man zu etwas gezwungen wird, sondern man lernt am besten, wenn man lernen will, wenn man sich für ein Thema interessiert. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Fehler in unserem Bildungssystem, dieser Zwang. Ich meine, es ist klar, dass wir bestimmte Dinge lernen müssen, auch die uns nicht unbedingt gefallen, aber ja, wir sollten ein bisschen mehr Freiheit haben auch und ein bisschen mehr Offenheit, ja. Wenn ich an Schule zurückdenke, dann denke ich auch so, oh, das war eine scheiß Zeit. Es ist eigentlich schade, dass man das denken muss, weil man ist sehr viele Jahre in der Schule, man ist sein ganzes junges Leben in der Schule und das sollte eigentlich eine schöne Zeit sein. Was machst du gerne in deiner Freizeit? In meiner Freizeit mache ich sehr gern Sport. Also ich fahre gern Fahrrad, ich jogge gern und ich gehe gern schwimmen. Wobei ich ja, Knieprobleme habe und deswegen nicht mehr so viel joggen kann. Außerdem gehe ich gern essen. Das ist irgendwie viel angenehmer, als selber zu kochen. Also ich würde sagen, ich koche schon so 3 bis 4 Mal die Woche, aber ich mache das jetzt nicht unheimlich gerne. Also ich gehe viel lieber essen. Das ist zwar ein bisschen teurer, aber es ist auch irgendwie stressfreier. Man muss sich nicht überlegen, oh, was muss ich kochen, was muss ich einkaufen, und wie viel Zeit brauche ich dafür. Das ist einfach irgendwie, ja, es ist total angenehm, sich einfach ins Restaurant zu setzen, sich die Speisekarte anzuschauen und das zu bestellen, worauf man Lust hat. Gut, jetzt seid ihr dran. Ich bin schon auf eure Antworten gespannt. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!